Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Hypnobirthing-Reihe. Im ersten Video habe ich euch ja so ein bisschen das Thema Hypnobirthing allgemein näher gebracht. Und jetzt möchte ich euch zeigen, welche Bücher und CDs ich da habe, mit denen ich mich da quasi eingelesen habe und mit denen ich dann geübt habe, könnte man so ein bisschen sagen. Und ich stelle euch die Bücher einfach so vor, wie ich sie gelesen habe. Es hat jetzt keine Wertung, ob ich sie gut oder schlecht fand. Was ich aber auf jeden Fall zu jedem Buch sagen werde. Ich werde sagen, ob ich es gut oder schlecht fand, wen ich es empfehlen würde. Und ich verlinke euch alles unten in der Infobox, wenn ihr es denn danach bestellen wollt. Und wir beginnen mit diesem Buch. Das ist Traumgebot. Gelassenheit, Entspannung und Schmerzkontrolle durch Selbsthypnose von Alexandra Kopf aus dem Karl-Auer Lebenslust Verlag. Das ist nur so ein ganz, ganz dünnes Büchlein. Es hat auch nur fast knapp 140 Seiten. Und ich würde dieses Buch zum Beispiel empfehlen zum ersten Einlesen, um sich so ein bisschen bekannt zu machen mit dem Thema. Vielleicht auch für Frauen, die nicht so gerne lesen, weil es sind nur 140 Seiten. Ich denke, das bekommt jeder irgendwie hin. Hier werden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt für Übungen, die zu diesem Trance-Zustand führen, was ich euch im ersten Video erzählt habe. Und das sind eigentlich so viele Techniken, dass für jeden irgendwie was Passendes dabei ist, womit man sich identifizieren kann. Außerdem habt ihr auch hier eine Trance-Reise mit drin. Die Audiodateien dazu könnt ihr euch herunterladen. Darauf wird halt in dem Buch nochmal hingewiesen. Es gibt Schmerzbewältigungsstrategien, Entschuldigung, was natürlich sehr, sehr wichtig ist und auch ein zentrales Thema des Hypnobirthing. Und der Partner als Kraftquelle ist hier auch ein wichtiges Thema, dass auch der Partner euch in einem gewissen Grad natürlich unterstützen kann und auch sollte. Für mich persönlich waren es aber zu wenig Informationen. Es war für mich zu wenig praktisch. Es war schon sehr informativ. Aber mir hat noch so ein bisschen mehr Praxis einfach gefehlt für mich persönlich. Aber zum ersten Einlesen fand ich das Buch sehr, sehr gut. Das zweite Buch ist dieses hier, Hypnobirthing, der natürliche Weg zu einer sicheren, sanften und leichten Geburt von Marie F. Mongan. Die Mongan-Methode 10.000-fach bewährt aus dem Mankau Verlag. Und das kostet 19,95 €. Ihr habt hier eine Audio-CD mit drin mit also mit Entspannungen und Übungen. Und hier wird eigentlich dieses natürliche Programm, um die Geburt zu erleichtern, vorgestellt. Und dieses Buch enthält Entspannungs- und Visualisierungstechniken, Gymnastikübungen, einen Ernährungsplan. Es wird auf die verschiedenen Geburtspositionen eingegangen. Es wird darauf eingegangen, was eigentlich geschieht unter der Geburt. Und das war für mich informativer als ein Frauenarzttermin oder ein Geburtsvorbereitungskurs, kann ich euch sagen. Und es gibt auch Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte, was immer sehr, 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 sehr wichtig ist. Das war so das Beste der Bücher, was ich hatte. Also es hat wirklich tolle Ansätze. Es ist so ein Rundum-Sorglos-Paket. Also es geht nicht nur um die Entspannung und die Visualisierung, sondern wirklich auch, wie bereite ich meinen Körper vor? Eben mit ein bisschen Sport, wie ernähre ich mich richtig, solche Sachen. Es ist wirklich allumfassend, es ist sehr, 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 sehr vielseitig, es ist einfach erklärt und anschaulich. Also es liest sich auch sehr, 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 sehr gut. Ich gucke gerade noch mal. 280 Seiten hat es auch, also es ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Monster-Schinken. Das kann man auch durchaus nebenher mit lesen. Ich hatte sehr, sehr viele Aha-Momente und so Wiedererkennen, während ich das gelesen habe. Also so Sachen, die mir bei der Geburt von Vince zum Beispiel aufgefallen sind oder wo ich mich selbst wiedererkannt habe, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin der Meinung, dass jede Schwangere, vor allen Dingen Erstgebärende, dieses Buch unbedingt gelesen haben sollten. Unabhängig davon, ob sie dann Hypnobirthing wirklich anwenden, sondern einfach auch so, um einen gewissen Grad an Wissen über die Geburt zu erlangen, weil das ist wichtig und das nimmt euch wirklich viele, viele Ängste, dieses Buch. Also das lege ich wirklich jedem ans Herz, das zu lesen. Als nächstes habe ich hier diese beiden Sachen und zwar Flow Birthing, geboren aus einer Welle der Freude, auch aus dem Mankau Verlag von Christina Marita Rumpel. Das ist relativ neu und dazu gibt es auch eine CD. Wecke deine Urkraft für das Wunder der Geburt. Genau. Und dieses Buch vereint uraltes Frauenwissen, könnte man sagen, mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das Wohl der werdenden Mutter steht hier sehr im Vordergrund.
Allerdings ist es auch sehr esoterisch angehaucht. Hypnobirthing hat natürlich so ein bisschen Touch davon, aber ich bin jetzt zum Beispiel überhaupt gar kein esoterischer Mensch. Also ich interessiere mich nicht für Kartenlegen, für Zukunftsvoraussagen, für Tarotkarten, für diesen ganzen Klimbim. Und zum Beispiel, muss ich unbedingt was zitieren, stand halt zum Beispiel in einem Buch: Im Einklang mit sich selbst erleben Frauen den Geburtsprozess als Quelle ungeahnter innerer Kraft und Inspiration. Und sowas lest ihr halt ganz, 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 ganz oft in diesem Buch. Es wird auch ganz oft auf die weibliche Urkraft und die Urmutter angesprochen. Und es war mir wirklich zu esoterisch. Das gibt für mich einen Minuspunkt, weil ich konnte mich halt nicht richtig damit identifizieren. Wenn ihr euch allerdings für Esoterik natürlich interessiert und da auch so ein bisschen esoterisch angehaucht ist, ist es wahrscheinlich genau das richtige Buch für euch, weil es euch dann eher anspricht als ein Buch, was vielleicht ein bisschen sachlicher aufgebaut ist. Für mich war es allerdings nicht so richtig. Ich will euch aber noch die fünf Leitmotive vorlesen. Flow Birthing ist der Aufbruch in eine neue Geburtskultur und stellt Frauen auf ihrer einzigartigen Geburtsreise in den Mittelpunkt. Flow Birthing schafft ein Bewusstsein, das die Fähigkeit zu gebären als Geschenk begreift und Geburt als ein elementares und selbstbestimmtes Ereignis erleben lässt. Flow Birthing zeigt Wege auf, wie Frauen zu sich selbst finden und den Geburtsprozess als ungeahnte Kraftquelle und Inspiration erfahren können, die weit über die Geburt des Kindes hinausstrahlt. Flow Birthing vereint altes Frauenwissen mit den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft zur Erweckung der weiblichen Urkraft und Überwindung von Angst und Ohnmacht. Flow Birthing integriert und vernetzt alle bewährten und heilvollen Methoden und Angebote im Bereich Schwangerschaft und Geburt für einen bewussten und würdevollen Start ins Leben. Also es geht wirklich auch darum, sich bereit zu machen auf allen Ebenen. Und in diesem Buch wird sehr, sehr viel Wert auf die richtige, bewusste Atmung gelegt. Es gibt auch geschichtliche und kulturelle Exkurse, was interessant war. Und es wird auch auf die Ernährung eingegangen und auf das richtige Körperbewusstsein. Und auf der CD habt ihr dann noch Mantras, Affirmationen, Meditation und Visualisierungen. Und diese Übungen können auch für euren Partner hilfreich sein. Also der kann diese CD mit euch zusammen natürlich auch hören. Dann habe ich noch ein ganz anderes Buch, was nicht direkt ein Hypnobirthing-Buch ist. Und zwar ist es dieses hier, Mutter werden, die unvergleichliche Erfahrung der Schwangerschaft erleben und genießen von Annie Dalter aus dem Mosaik Verlag. Und das ist schon ein bisschen dicker, das hat ein paar mehr Seiten. 360 Seiten hat es ungefähr. Und das ist ein praktischer Ratgeber, es soll euch ein guter Freund sein, es soll euch Inspiration sein. Und das Buch soll euch auf dieser Reise eigentlich der Schwangerschaft und der Geburt begleiten und diese persönliche Reise auch irgendwie würdigen. Und was halt in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie so vordergründig ist in der Schwangerschaft, ist Babyausstattung kaufen, der Nestbau, der Geburtsvorbereitungskurs. Aber ganz wichtig ist auch, dass man daran denkt, zur Ruhe zu kommen, seinen Körper und seine seelische Entwicklung so ein bisschen zu beobachten, weil der Körper verändert sich natürlich, die Emotionen intensivieren sich und die Partnerschaft wandelt sich auch. Und das sind auch Themen, die man nicht vergessen sollte und nicht außer Acht lassen sollte und sich nicht vom Nestbau und von Babyausstattung kaufen auch nicht davon ablenken lassen sollte. Ihr habt hier also jede Schwangerschaftswoche und jede Woche gibt es ein neues Thema, was behandelt wird. Da sind halt wichtige Tipps zur Schwangerschaft dabei, Infos zum Baby natürlich, aber auch zu eurem Körper, zu eurer Seele. Es gibt Gedanken, Anregungen, ihr habt auch Tagebuchseiten bei jeder Woche dabei. Und damit wird es auch ein Andenken, dieses Buch. Also dadurch, dass ihr halt jede Woche was eintragen könnt, ist es dann auch schön aufzuheben und sich dann mal so zurückzuerinnern, wie denn die Schwangerschaft so war. Wie gesagt, es kommen aber trotzdem noch viele Hypnobirthing-Aspekte hier zum Tragen, auch wenn es kein direktes Hypnobirthing-Buch gibt oder ist, wie zum Beispiel die Visualisierung oder auch die selbstbestimmte Geburt. Deswegen, Entschuldigung, deswegen finde ich das Buch auch wirklich für jeden interessant. Wer sich jetzt von diesem Hypnobirthing nicht so angesprochen fühlt, der kann sich wenigstens mit diesem Buch sehr, sehr schön auf die Geburt einstimmen, auf eine sehr, 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 sehr positive und entspannte Art und Weise. Und als letztes Medium habe ich jetzt noch diese CD. Das ist Happy Mom, mentale Geburtsvorbereitung durch Hypnose,
und spezielle Tiefenentspannung für Schwangere in einem von Dieter Eisfeld von der Praxis Hamburg Mitte. Verlege ich euch, wie gesagt, alles unten in der Infobox. Und es sieht zwar aus wie eine DVD, ist aber eine CD mit einer Laufzeit von ungefähr 20 Minuten. Und das ist quasi so eine geführte Meditation, könnte man sagen. Also ich kenne mich jetzt mit dem Bereich auch nicht so aus. Also es wird euch halt erklärt, was ihr euch gedanklich vorstellen sollt. Und diese Gedanken lösen ja im Kopf, im Körper dann so einiges aus. Und es wird empfohlen, dass 4 Tage die Woche zu machen, 30 Tage lang. Und ich habe mir das halt ausgerechnet, wenn ich das 30 Tage lang machen soll, 4 Tage die Woche, wann ich damit anfangen musste, ich mache es ja jetzt schon eine Weile, bis dann zur Geburt. Und da habe ich dann einfach angefangen und die ersten beiden Male bin ich leider eingeschlafen. Einfach, weil ihr natürlich die Augen schließt, euch entspannt. Es ist eine sehr, sehr beruhigende Stimme und ich bin da erstmal echt wirklich dabei eingepennt, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Und da habe ich mich dann die nächsten Male darauf verlegt, weil ich habe es erst immer zur Mittagszeit gemacht, wo ich ja eh müde bin und oft schlafe. Und ich habe mich dann darauf verlegt, es entweder am Vormittag zu machen, also wenn ich Vince in den Kindergarten gebracht habe und meine wichtigsten Sachen halt erledigt habe im Haushalt oder einkaufen oder so, dass ich da nochmal diese 20 Minuten auch wirklich entspannt habe. Oder dann zum Nachmittag hin. Unabhängig davon, ob ihr daran glaubt, dass diese akustischen Eingebungen, die ihr da bekommt und was ihr euch gedanklich vorstellt, wirklich einen Einfluss auf euch haben, sei mal dahingestellt. Aber was es wirklich für einen Effekt hat, was ich auch bestätigen kann, ihr entspannt einfach unglaublich gut. Ihr seid in diesen 20 Minuten völlig bei euch, völlig fokussiert, ihr denkt an nichts anderes und seid auch danach wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Und das ist doch auch ein wichtiger Aspekt, den wir in der Schwangerschaft einfach auch, wo wir uns auch die Zeit für uns als Frauen nehmen sollten, müssen, unbedingt. Und einfach auch mal entspannen und runterkommen. Das ist auch wichtig für das Baby natürlich. Und deswegen auch hier, unabhängig davon, ob euch Hypnobirthing anspricht oder nicht, ob ihr daran glaubt oder nicht, zur Entspannung ist die CD wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Das waren also die Bücher und CDs, die ich genutzt habe. Ich habe euch so ein bisschen gesagt, was ich euch empfehle, was ich euch unbedingt empfehle. Und ja, vielleicht war ja für den einen oder anderen was dabei. Ich verlinke euch, wie gesagt, alle Bücher, alle CDs unten in der Infobox. Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch einen Buchtipp, was ich unbedingt noch lesen sollte, um mich weiter mit diesem Thema Hypnobirthing auseinanderzusetzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Wer jetzt noch dran geblieben ist, der hat nämlich wirklich Glück, denn ich möchte ein paar der Sachen unter euch verlosen. Und zwar verlose ich einmal dieses kleine Büchlein Traumgeburt. Wer halt mal so ganz allgemein in das Thema reinschnuppern möchte und nicht Geld ausgeben möchte, der kann dieses Buch Traumgeburt bei mir gewinnen. Und für alle, die so ein bisschen esoterischer als ich angehaucht sind und dem Ganzen eine Chance geben wollen, unter denen verlose ich dieses Set Flowbirthing, also besteht aus dem Buch und auch der CD. Alles, was ihr tun müsst, ist einfach mir einen Kommentar zu hinterlassen. Entweder, ob ihr Traumgeburt gewinnen möchtet oder ob ihr das Flowbirthing-Set gewinnen wollt. Aber hier rate ich euch wirklich, ich möchte das wirklich an jemanden verlosen, bei dem es auch einen Sinn hat, der sich wirklich damit beschäftigen möchte. Und hier solltet ihr schon darauf gefasst sein, dass es halt wirklich sehr esoterisch ist. Und ihr solltet da auch so ein bisschen angehaucht sein, damit ihr damit klarkommt. Und das ist für all diejenigen, die sich mal so ganz allgemein vielleicht da noch so ein bisschen einlesen wollen. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Traumgeburt oder Flowbirthing gewinnen wollt. Und ich schreibe das aber auch nochmal in die Infobox, bis wann die Verlosung läuft. Und dann drücke ich euch die Daumen und beende dieses Video jetzt wirklich.